Heute kommt der zweite Teil von Siri entscheidet unsere Tricks hier im Skatepark. Ja! Ja! Geil! Ja, ich hab Bock! Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann guckt euch einfach mal hier dieses Video an. Gönnt euch auf jeden Fall mal. Und wir fangen an, die Regeln zu erklären. Du weißt gar nicht, wie es funktioniert, oder? Also halbwegs. Ich habe dein Video tatsächlich auch geguckt. Ne? Macht's ja, auch auf so jeden muss Fall. Das. Ich fand die Idee richtig nice. Okay, und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch dabei zu sein. Ich hab auch cooles Bock, Digga. Damit ihr Bescheid wisst, Regel ganz einfach. Wir beide callen uns gegenseitig zwei Tricks und Siri entscheidet mit einer Zufallszahl zwischen 1 und 2, welche Tricks sie machen müssen. Ganz einfach. Das bedeutet, ich mache zum Beispiel als 1 Barspin oder 2 Tailwhip. Wir fragen Siri, wenn sie sagt 2, dann muss ich einen Tailwhip machen. So, ja. Ihr habt die Prinzipien, denke ich mal, verstanden und du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich call ihm als erstes und wir fangen straight an. Nummer 1 ist ein Brywhip Air. Und Nummer 2 machen wir einen Kickes über die Resi Bomb. Ich denke, das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Wir fragen mal Siri. Hey Siri, Zufallszeit zwischen 1 und 2. Die Antwort lautet 1. Du musst oh, Brywhip 1. Brywhip? Okay. Jetzt, let's go, direkt hinten in der Quarter, ungeschnitten. Woo. Oh, okay. Er macht schon direkt. Und viele von euch haben im Video letztes Mal kommentiert, dass ich einen zweiten Teil machen soll. Ja, der ist jetzt hier am Start. Und ihr habt auch gesagt, dass wenn man das sagt, Zufallszeit zwischen 1 und 2, dass man immer 2 sagt. Also hier habt ihr den Beweis, es ist nicht immer 2, es das ist stimmt. 1 auch. Und abonniert gerne meinen Kanal, like das Video. Jetzt bist du dran, überleg dir mal, was okay. Du machen sollst. Ja, Vierer macht entweder Nummer 1, ein Superman Deck Grab über die Resi-Box. Oh, okay. Ja, der ist okay. Oder ein 360 Bar Spin über die Holzbox. Dann entscheid mal Siri, komm. Okay. Sag einfach. Siri, nenn mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 2. Die Antwort lautet 1. Das heißt nochmal 1. Alter, Superman Deck Grip. Da bin ich gespannt, ob du den jetzt fürs verstehst. Ich bin auch gespannt. Ich hab den noch nie gemacht, aber wir gucken einfach mal. So, Kira, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Let's go. Wow. Yo. Sehr nice. Ey, wirklich, der war dran. War der gestreckt? Doch, ja. Also ich fand den echt gestreckt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den fandet. Also ich fand den echt geil. Dankeschön. Wir machen aber jetzt weiter mit einem nächsten Call für dich. Wir haben nämlich hier einen übelst nicen Transfer, den man machen kann. Und zwar haben wir hier einfach ein bisschen eine Welle, nennen wir die sozusagen. Du kannst sagen, die sieht einfach aus wie eine Welle. Ganz einfach. Und zwar will ich von dieser Welle in die Resi-Landung entweder ein Backflip, erster Trick, sehen, oder ein Frontflip. Das Alter, heißt, okay. Eins ist Backflip und zwei ist Frontflip. Und jetzt fragen wir einfach mal Siri, was sie dazu sagt und was sie dazu vor allem bestimmen wird. Ja, da bin ich mal gespannt. Hey Siri, zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Ich denke, oh, Digga, willst du was ich mag Siri nicht. Siri ist ein unsympathisch. Zufallszahl zwischen 1 und 2. Die Antwort lautet 1. Das heißt, du musst einen Backflip machen. Oder? Backflip? Ja, Backflip. Doch, 1er Backflip. Backflip, komm, Backflip okay. Über die Welle. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, Janni, gönn dir mal. Mal schauen, ob er den First Try schafft. Hey, ja, easy, first try, krank. Wow. Wow, Digga, der wird easy. Easy, oder? Sag er. Ja, der war echt easy, ging komplett fit. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Nächster Trick. Also, erstens ist entweder 1360 über die Spine. Oh, I, okay. Ja. Ja, okay. Ist schon eklig. Oder ich möchte einen Fingerwhip den Step-Up hochsehen. Digga, das ist eine gute Idee. Also, 2 ist Fingerwhip, 1 ist 360 Spine. Genau. Ja. Dann frag du mal, weil wenn ich frage, okay. Habe ich vielleicht einen anderen Einfluss. Ja. Siri, nenn mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Das wäre 2. Oh, Fingerwhip, ne? Oh, Gott sei Dank. Oh, ich muss den Spine-Trick nicht machen. Wow! Okay, ich mache jetzt den Fingerwhip den Step-Up hoch. Wir gehen jetzt mal hin und machen direkt den First Try. Let's go! Let's go, Miran! Los! Oh, oh, ja. Oh, ey, der war nicht so! Aber egal, der war. Geschafft, gar keinen Bock mehr auf deine Gelenke, ne? Nö, ich hab keinen Bock. Seitdem ich mir Knöchel gebrochen habe, ist mir alles wirklich scheißegal. Jo, wahrscheinlich. Und zwar wollen wir jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Nicht nur Parksachen, sondern auch eine Mischung einfach finden. Und zwar möchte ich einfach als ersten Trick sehen, einen Phoebe Smith to kick this in an der Ledge. Alter, aber das ist also Street und Park gemischt. Deswegen, ne? Das wollen wir ja auch Alter, machen. Okay. Das ist die erste Zahl. Und zweiten Trick würde ich einfach mal vorstellen, du machst einen 360 andersrum über die Holzbox. Oh nein! Oh, das ist wirklich. Ich hoffe, er nimmt zwei, Mann. Oh Gott. Okay, hier hast du. Ich wollte gerade sagen, hier, ich sag jetzt mal Siri, Zufallszeit zwischen 1 und 2. Das wäre 1. Nein! Ja, Mann! Ja. Okay, er macht jetzt aber den Feeble to Smith to kick this in. Let's go! Bevor wir weitermachen, Leute, wirklich sehr wichtig, lasst ein Like da, kommentiert das Video und für die Ehrenmänner unter euch, die abonniert haben, schreibt in die Kommentare, dass ihr abonniert habt und die Glocke natürlich aktiviert habt. Und gerne könnt ihr weitere Videovorschläge hier einfach in die Kommentare reinschreiben, damit wir einfach noch geilere Sachen für euch einfach produzieren können. Also, schreibt es gleich in die Kommentare und jetzt macht Janni erstmal weiter. Macht es unbedingt! Ja, ja! Macht es! Erster Versuch. Was war das denn? Das hat einfach blockiert. Oh mein Gott. Weiter Teil übrigens, wir müssen so lange machen, das bis wir geschafft haben. Richtig. Ja, da musst du wachsen. Mal mit Profis arbeiten hier, ne? Zweiter Try von ihm. Yeah. 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 Second try. Nice. Ja, wenn du da erste nicht so komisch. Ich weiß nicht,
wo ich da hängen geblieben bin. Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Das war ganz eklig. Ich bin damals in der Traube hängen geblieben oder so. Ja, irgendwie so. Ich bin damals im Kindergarten aber auch schon hängen geblieben. Ah, ja. Nächster Call für mich. Let's go, komm. Okay, es wird auf jeden Fall spannend. Oh. Erster Trick, will ich einen Flair in dieser Quarter, genau in der, in keiner anderen. Okay, also in der Absprung von der Resi-Box. Genau, ja. Okay. Ist eine kleine Holzquarter, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja. Und als zweiten möchte ich einen Fingerkick über die Resi-Box. Oh mein Gott, den habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, das ist eine gute Idee. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Zwei Fingerkick ist eins Flair. Komm, frag mal Siri, was sie sagt. Siri, nennen wir eine Zufallszeit zwischen 1 und 2. Ja! Oh! Sie sagt 2 sogar! Nein! Also, Fingerkick ist, also eigentlich nicht gut, weil ich habe den noch nicht gemacht und ich habe Angst, dass ich mich packe. Aber ich mache ihn jetzt über die Resi-Box. Und jetzt hoffe ich, schaffe ich ihn einfach first try, Digga. Leute, ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, ob er ihn first try schafft. Glaube nicht, aber auf jeden Fall, Freunde, er fällt jetzt an. Ich bin mal richtig. Heftig, Fingerkick ist auf dem ersten. Ich bin wieder back in the game, Jungs. Ja, ist echt so. Ohne Scheiß, dein Crashing geht schon richtig gut, ne? Ich glaube auch trotzdem immer noch Angst, dass ich halt übelst umknicke. Normal. Übrigens, wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, ich habe nämlich heute vorhin einen Flip-Drop gemacht. Endlich nach Jahren. Checkt einfach mal gerne mein Instagram ab und in der Bio. Alle anderen Links natürlich auch. Also wir machen jetzt noch weiter mit deinem nächsten Call. Da bin ich mal richtig gespannt. Diesmal möchte ich einen Flip wieder sehen, aber nicht normalen, sondern mit einem Whip drin. Also einen Flip-Tail-Whip oder Grazy-Box. Oder wir machen das danach, wenn halt Siri sich umentscheidet. Sagen wir einfach dann in 360 wieder Oppo die Holzbox, weil ich will es unbedingt sehen. Also, Siri. Oh nein, das können ja nur eklige Tricks kommen. Ja. Hey Siri, zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Jawohl, das wollen wir hören, Digga. Nice, Digga. Siri, und so, wir sind so. Zufallszahl zwischen 1 und 2. Das wäre 2. Ja, 360 Oppo Box springen. Oh Mann, ja. Alter. Viel Spaß mit dem Trick. Jetzt über die Holzbox Oppo 360. Ich glaube, das ist echt ekelhaft. Also Leute, das ist die Holzbox und ich würde mich nicht trauen, die rückwärts so zu springen. Aber er macht es halt trotzdem, weil er keine Wahl hat. Okay, Janni, er fährt schon an. Viel Spaß. Ja. Nicer No-Foot. Und jetzt macht er ihn mal. Das war hoffentlich nicht flash. Hinterradlänge, aber ich bin perfekt in die Quarter rein. Ich wollte gerade sagen, das war wirklich eine nice Transition. Ich dachte, er fährt erst komplett flat, aber ging ja komplett klar. Gut, ja, nächster Fall für mich. Let's go. Okay, da brauche ich auf jeden Fall kurz Überlegungszeit. So, dadurch, dass er jetzt auch ein Trick zweimal genommen hat, ich will auch unbedingt einen Flair sehen. Das heißt, Nummer 1 ist auf jeden Fall der Flair in der Quarter. Shit. Nummer 2 wäre Stepper hochspringen, dann mit dem Vorderrad oben auf diese gerade Fläche, also so gesagt ein Nose-Mania oben und dann ein Kickless raus in die Landung. Ach, Kacke, Digga, was erwartest du? Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich einen Flair mache, also komm, Siri, bitte, mach nicht eine Scheiße. Siri, eine Zufallszeit zwischen 1 und 2. Zu 1 Flair. Die Antwort lautet 2. Nein! 2, ja! Oh, das ist so ein ekliger Trick. Nose-Bong, also, Kickless. Nicht du wäre ich jetzt angepisst. Ich bin auch komplett abgefuckt, Digga, aber ich meine, ich versuche ihn trotzdem mal. Vielleicht geht er sogar First Try, wer weiß. Digga, ich weiß, aber mein Gummi riecht komplett verbrannt. Riecht mal. Oh, Alter! Tokyo Trip, sein Vater! Ist echt so. Verschleißt der Reifen auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Jetzt nochmal den zweiten Try. Ich glaube, den schaffe ich sogar. Also, ich denke auf jeden Fall auch, dass er den zweiten Try schafft. Ist aber tatsächlich echt ein richtig schwerer Trick, Freunde. Müsst ihr nochmal ausprobieren. Vielleicht habt ihr irgendwo so einen Stepper. Alex, da kommt er. Ich glaube echt, Mann. Ich glaube, es ist ein bisschen. Digga, check, wie eierig es ist. Sieht man wahrscheinlich auf Kamera nicht, aber. Ja, ja. Siehst du es? Alter, Ultra. Das hat, da fehlt richtig Gummi gefühlt. Digga, ich brauche ein neues. Ich brauche echt jetzt irgendwie ein neues Wheel. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr irgendein Shop seid. Schickt mir mal ein paar Wheels. Danke. Jetzt machen wir wirklich eklige Sachen. Und zwar, du darfst jetzt wieder die Box anders umspringen. Aber nicht die Box, sondern das Step-Up. Das heißt, das Step-Up darfst du jetzt Oppo rüberspringen. Nicht mit einem normalen Trick, Digga. Alles ganz easy. Wir machen das so. Nummer 1. Whip Rewind Kick ist Oppo, die Box. Das ist Step-Up eigentlich nur. Whip Rewind Kick ist. Oh nein, oh nein. Das ist schon eklig. Zweiter würde ich sagen, ist ein bisschen chilliger, ein 360 Bar Spin. Die klar. Okay, ja. 360 Bar geht er klar auf jeden Fall. Gut, bitte mach eine 1. Siri, 1, 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
Aber was du auf jeden Fall liebst, ist dann die Nummer 2, denn das wird ein Dip 360 über die Holzbox werden. Oh, schönes Ding, Digga. Darauf habe ich Bock. Ja, der ist nämlich richtig schön. Max, Siri, okay, entscheid bitte richtig auf 2. Siri, nenn mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 2. Das ist 2. Ja! Oh! Ich muss keinen Backflip machen. Oh, sehr nice. Mann, ich ärgere mich ein bisschen. Aber ey, entspann dich. Ich mache den jetzt richtig Dip. Ich versuche so doll ich kann, aber so schön kann ich es jetzt auch nicht. Aber es macht halt trotzdem Bock. Ich versuche einfach so krass Dip zu machen, wie es nur geht. Okay, let's go. Da bin ich mal richtig gespannt. Er hat den jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht im Dip 360. Aber ich glaube, den wird er richtig gut machen. Also früher konnte er die richtig schön. Oh! Ah! Hey, aber der war richtig Dip. Digga, der war aber nicht. Der war zwar wirklich extrem, aber der war nicht. Ja, ich weiß, aber deswegen hast du ja noch einen Versuch. Nächster 2. Also, aber noch mal so schön, ne? Digga, nicht, der muss, jetzt hier weniger. Der muss schöner werden sogar. Auf jeden Fall. Yo! Ja, sehr, sehr schön. Am Anfang warst du zwar ein bisschen schüchtern. Ja. Hab nicht gemerkt. Aber zum Schluss. Boah! Oh ja, das Gummi, Digga. Gummi, Alter. War zwar nicht so schön, wie ich erwartet habe, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Check gerne alles unten in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!